Unter Sammlern und Uhreninteressierten gibt es einen regen Markt für gebrauchte Uhren. Ich selber habe über die letzten Jahre hinweg bestimmt über 200 Uhren gebraucht, geh- oder verkauft. Aber welche Möglichkeiten gibt es, Uhren gebraucht zu verkaufen oder zu kaufen? Welche Risiken bestehen? Worauf muss man achten? Genau um diese Fragen soll es in diesem Video gehen. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du reingeklickt hast. Gebrauchte Uhren. Wer Uhren sammelt, einen Uhrenspleen hat wie ich oder viele von euch, die hier zuschauen, kommt irgendwann an den Punkt, wo er wahrscheinlich sagt, neue Uhren, das geht ganz schön ins Geld und das ist auch relativ teuer und ich kann mir gar nicht jede Uhr leisten, die ich möchte, gibt es sie nicht gebraucht. Und dann geht es los, die Analyse des Gebrauchtmarktes. Wo kann ich kaufen? Kann ich meine Uhren gegebenenfalls auch verkaufen, um eine neue zu finanzieren? Und alles, was damit zu tun hat. Um genau diese Fragen soll es in diesem Video gehen. Vorweg aber eines, weil ich finde das ausgesprochen wichtig. Neu ist etwas anderes als gebraucht. Selbst wenn die Uhr noch verpackt sein sollte, alle Folien drauf, die Box dabei und vielleicht auch nur eine Woche alt oder zwei Wochen alt. Eine gebrauchte Uhr ist etwas anderes als eine neue Uhr, weil sie von jemandem anderem verkauft wird, weil sie eine andere schon mal in der Hand hatte und weil es gegebenenfalls auch Auswirkungen darauf hat, ob ich und wie ich Garantie und Gewährleistung in Anspruch nehmen kann. Auf das komme ich noch im Video. Ich möchte es nur vorweg schicken. Wer wirklich eine ganz neue Uhr haben möchte, sollte vom Gebrauchtuhrenmarkt die Finger lassen, selbst wenn dann sowas dabei steht wie ungetragen, so gut wie neu und solche Sachen. Es ist etwas anderes, aber ich gehe im Video auf diese Sachen auch noch näher ein. Zunächst einmal die Frage, wo kann ich überhaupt gebrauchte Uhren kaufen? Ich denke, das, was jedem als allererstes einfällt, ist eBay. eBay als Auktionsplattform, eBay Kleinanzeigen. Dort gibt es eine Unmenge von Uhren und ich habe da auch schon gekauft, ich habe da auch schon verkauft. Es ist für mich persönlich aber die dritt- oder viertbeste Option. Mir fallen also eine ganze Menge bessere Optionen ein, aber weil eBay wohl in der Breite am bekanntesten ist, habe ich das als erstes genannt. Dann gibt es auf Uhren spezialisierte Verkaufsportale. Eines davon als Beispiel ist Chrono24. Chrono24, Link unten in der Videobeschreibung, ist auf den Kauf und Verkauf von Uhren spezialisiert, sowohl für Händler als auch für Privatpersonen. Also bei Chrono24 gibt es beides. Es gibt aber auch sowohl stationäre als auch nur im Internet vertretene Händler, die sich auf gebrauchte Uhren, sowohl moderne als auch Vintage-Uhren, spezialisiert haben. Das ist in meinen Augen für jemand, der wenig Erfahrung hat, eine wirklich gute Anlaufstelle, denn hier hat man einen Händler, das heißt, er muss Gewährleistung geben, kann diese gesetzlich auf 12 Monate reduzieren, aber er ist in der Pflicht und kann sich, wenn etwas nicht stimmt, nur ganz schwer rauswinden aus der Verantwortung. Also wenn man wenig Erfahrung hat, wäre ein expliziter Gebrauchtuhrenhändler für mich eine sehr, sehr gute erste Anlaufstelle. Es gibt natürlich auch noch, wenn man etwas mehr Erfahrung hat, Marktplätze in Foren, wo von privat an privat verkauft wird, teilweise anonym, teilweise kennt man sich auch besser. Hier braucht man ein klein wenig mehr Erfahrung, aber auch darauf gehe ich im Video noch ein. Und nicht zuletzt, wenn man schon etwas tiefer in dieser Uhrenszene drin ist, ein paar Kontakte geknüpft hat, Leute kennt, bietet es sich auch an, gebrauchte Uhren auf Uhrenbörsen, auf Uhrentreffen oder Uhrenstammtischen zu handeln. Aber hierfür braucht man schon ein paar Kontakte und muss schon wissen, mit wem man da in Verbindung tritt und wie man das macht. Ich komme im Video aber auch noch darauf zu sprechen. Das sind so die gängigsten Möglichkeiten, gebrauchte Uhren zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn ich jetzt überlege, ich möchte eine gebrauchte Uhr haben, dann stellt sich ja die Frage, gibt es die überhaupt gebraucht? Komme ich an die Uhr dran? Und da muss man ganz klar unterscheiden zwischen Modellen, die sehr gefragt sind, dementsprechend oft im Angebot sind und vielleicht auch schneller verkauft werden. Das ist zum Teil preisabhängig.
Es gibt aber auch hochpreisige Uhren, die durchaus immer mal wieder zu haben sind und anzutreffen sind, ob das eine Omega Speedmaster ist oder auch andere Uhren im unteren bis mittleren oder auch gegebenenfalls höheren vierstelligen Bereich. Wiederum andere Modelle werden künstlich verknappt und die gibt es ganz, ganz selten und entsprechend selten werden die auch als gebrauchte Uhren gehandelt. Hier muss man ein kleines bisschen schauen, welche Uhr man denn haben möchte, ob es sie zu vernünftigen Preisen gebraucht gibt, wie lange man gegebenenfalls suchen und warten muss, das lässt sich nicht pauschal beantworten. Ebenfalls nicht pauschal beantworten lässt sich die Frage, lohnt sich ein Gebrauchtuhrenkauf von der preislichen Seite? Das ist ganz, ganz schwer zu beantworten, denn der erste Anhaltspunkt für mich ist immer der unverbindliche Verkaufspreis, die Preisempfehlung des Herstellers. Die ist aber nur ein allererster Anhaltspunkt, denn die unverbindliche Preisempfehlung kann sowohl signifikant unterschritten werden. Das habe ich bei ganz, ganz vielen Seiko 5 Modellen gesehen. Ebel ist so eine Marke, die auch sehr häufig wesentlich günstiger verkauft wird als vom Hersteller empfohlen. Andere Uhren, die werden dann auf dem Markt teurer verkauft, auf dem Graumarkt. Ich habe da ein Video zugemacht, der da oben da ein Video zugemacht, über den Grauhändler, wie das funktioniert. Hier werden teilweise für neue Uhren Preise weit oberhalb der unverbindlichen Preisempfehlung gekauft. Andere Uhren werden fast ziemlich genau auf der Herstellerpreisebene verkauft. SIN ist so eine Marke. Insofern ist das wirklich nur ein allererster Anhaltspunkt. Wenn ich persönlich einen Eindruck gewinnen möchte, wie so ungefähr das Niveau für gebrauchte Uhren ist, schaue ich sehr häufig und sehr gerne in eBay, auch wenn ich die Plattform für Uhren nicht so wahnsinnig gut finde. Aber als Preisindikator finde ich sie eigentlich recht gelungen, denn man kann bei eBay nach Angeboten suchen, und zwar nach abgeschlossenen Angeboten, nach erledigten, die erfolgreich erledigt worden sind, das heißt, wo ein Kauf, ein Abschluss zustande gekommen ist. Und hier kann man sich so ein kleines bisschen orientieren, wie alt war die Uhr, wie sah sie aus, wenn die Fotos noch verfügbar sind, wo lag der Preis. Wirklich ein guter Indikator, um einen allerersten Eindruck zu bekommen, wo bewegt sich der Preis für gebrauchte Uhren. Funktioniert aber allerdings nur, wenn die Uhren auch tatsächlich gehandelt werden. Wenn es eine Uhr ist, die so gut wie nie angeboten wird oder nie nachgefragt wird, gibt es auch keinen Preis, an dem man sich orientieren kann, was die Sache natürlich nicht vereinfacht. Eine weitere Möglichkeit, sich über den Preis für gebrauchte Uhren oder von privat angebotene Uhren zu orientieren, ist Chrono24 als Beispiel für alle spezialisierten Handelsplattformen für Uhren. Auch hier werden viele Preise für häufig angebotene Uhren gezeigt. Es ist klar erkennbar, es ist ein Händler, es ist ein privater Anbieter, ist die Uhr gebraucht. In den allermeisten Fällen steht dabei, wie alt die Uhr ist, es sind Fotos über den Zustand. Man kann sich also ganz gut orientieren. Die Preise bei Chrono24 sind aber nicht ganz so aussagekräftig wie die Preise über von den erledigten eBay-Angeboten. Denn bei Chrono24 kann man nicht nachvollziehen, zu welchem Preis die Uhr tatsächlich verkauft worden ist. Man sieht nur die offenen Angebote und was der Verkäufer haben möchte. Also hier kann man getrost einen gewissen Prozentsatz abziehen. Man bekommt schon ein Gefühl dafür, wenn man mit Leuten gesprochen hat, was hast du bezahlt für die gebrauchte Uhr, wie sah es bei eBay aus. Und dann kann man auch die Chrono24-Preise, denke ich, ganz gut einordnen. Wobei ich persönlich es fair finde, wenn die Chrono24-Preise ein kleines bisschen höher sind als bei eBay. Denn Chrono24 bietet auch einen Service an mit Trusted Accounts, mit der Verifizierung, mit der Plattform. Ist mir insgesamt sehr viel sympathischer als eBay. Ich persönlich empfinde es auch ein kleines bisschen sicherer als eBay. Aber zur Sicherheit komme ich auch gleich noch. Eine absolute Sicherheit gibt es nicht. Nur ein gutes Gefühl, Bauchgefühl. Auch darauf komme ich gleich noch. Und nicht zuletzt, zumindest für die, die Uhren sammeln und nicht nur eine Uhr suchen, um sie zu tragen, ist maßgeblich für den Preis auch das Paket. Was ist dabei? Ist die Originalrechnung dabei, die Originalgarantiekarte, auch wenn sie vielleicht schon abgelaufen ist? Sind andere Originalteile dabei, wie bei Rolex, der kleine Anker, den eigentlich kein Mensch braucht, der aber dazugehört? Ist die Original der Box dabei, die Umverpackung der Box?
gab es vielleicht noch ein Goodie zu der Uhr, wie eine Kappe, ein Halsband, ein Lanyard, was auch immer. Sammler mögen, wenn alles komplett ist, und das treibt den Preis hoch. Wenn du eine Uhr möchtest und weißt, dass diese Sachen fehlen, kann vielleicht ein bisschen Geld sparen, indem man sagt, ist ja nicht alles dabei, zahle ich nicht ganz so viel für. Muss man aber wissen, das heißt, man muss sich informieren. Das Ganze zeigt schon, dass der Kauf von gebrauchten Uhren ein bisschen Erfahrung braucht, man muss Zeit investieren, man muss sich ein klein wenig auskennen, vielleicht jemand fragen, der sich auskennt. Es ist etwas anderes, als zu einem Händler zu gehen und zu sagen, die Uhr will ich, und man weiß genau, wozu der Händler gesetzlich verpflichtet ist, worauf man sich berufen kann. Beim Gebrauchtuhrenkauf ist man viel, viel stärker selber in der Verantwortung, wirklich sich zu überlegen, was will man, was kann man machen und was ist es wert, was ist es mir wert und was ist es am Markt wert und was ist ein fairer Preis. Denn den bekommt man so einfach nicht vorgegeben. Ja, der Preis, den ich gerade erwähnte, ist natürlich so eine Sache. Was beeinflusst den Preis? Zuallererst mal als Volkswirt sage ich Angebot und Nachfrage. Je seltener sie angeboten wird, umso tendenziell teurer ist die Uhr. Das ist ein normales Marktgesetz. Aber es gibt noch andere Faktoren, gerade bei gebrauchten Uhren. Wie alt ist sie? Gibt es eine Reparatur- oder Revisionshistorie? Eine Revisionshistorie ist bei Uhren ab einem Alter von 5, 6, 7, 8 oder 10 Jahren ganz interessant, denn das ist so das Alter, bei dem eventuell eine Revision für eine Uhr anstehen könnte. Und je nach Werk, Komplikationen, je nach Marke, kann eine solche Revision durchaus zwischen 200 und mehreren 100 oder auch 1000 Euro kosten. Wenn ich jetzt eine Uhr kaufe und muss die Uhr sofort revidieren lassen, kann das deutlich mehr ins Geld gehen. Insofern ist es für den Preis nicht unerheblich, ist die Uhr in Ordnung, ist sie revidiert worden, steht bald etwas an, um das dann entsprechend über den Preis berücksichtigen zu können. Bei einer Uhr, die noch nicht ganz so alt ist, stellt sich die Frage nach Garantie und Gewährleistung. Ist die Uhr noch in der Gewährleistungszeit des ursprünglichen Händlers, der die Uhr verkauft hat, und kann diese an mich übertragen werden? Ähnliches gilt für die Garantie. Die Garantie, die ja anders als die Gewährleistung nicht gesetzlich geregelt ist, sondern eine freiwillige Leistung des Herstellers. Hersteller, nicht Händler. Da kann der Hersteller auch sagen, diese Garantie leiste ich nur an den Erstkäufer und diese ist nicht übertragbar, wenn sie später weiterverkauft wird. Falls das doch der Fall sein sollte, wären die Garantieleistungen auch ganz interessant, denn auch diese sind ein Service, der den höheren Preis gegebenenfalls rechtfertigen könnte. So, jetzt haben wir uns angeguckt, wo kommen Gebrauchtuhren her, wie kann ich ungefähr einen Marktpreis einschätzen, wenn die Uhr überhaupt gehandelt wird, also mein Modell, meine Marke. Was beeinflusst den Preis? Und jetzt möchte ich gerne eine Uhr kaufen oder verkaufen, das wird konkret. Worauf muss ich achten? Zuallererst möchte ich euch kurz beschreiben, wie es bei mir abläuft. Ich habe mir so eine kleine Checkliste gemacht, die ich bei einem Gebrauchtuhrenkauf oder Verkauf abarbeite. Das findet hier oben auf der Kopfebene statt, ganz rational. Will ich die Uhr unbedingt haben? Was ist sie mir wert? Kann ich den Marktpreis einigermaßen einschätzen? Und wenn ich dann eine zu diesen Bedingungen gefunden habe, gucke ich mir die Uhr als solche an. Wie ist der Zustand? Wie sieht sie von den Fotos aus? Sind die Fotos scharf und hochauflösend? Oder hat da jemand versucht, mit irgendwelchen Bildern, die statt einer Uhr auch Gorillas im Nebel zeigen könnten, mir etwas zu verkaufen, was ich vom Zustand gar nicht beurteilen kann? An dem Punkt werde ich dann sehr, sehr vorsichtig und sehr kritisch. Ich frage auch nach, gibt es Kratzer? Und mit Kratzer meine ich jetzt nicht irgendwelche leichten, oberflächlichen Spuren, sondern Verformungen des Metalls oder des Glases, die man mit dem Fingernagel spüren kann. Wenn ich mir die Uhr dann angeschaut habe und zum Schluss gekommen bin, ja, dieses Modell möchte ich, beziehungsweise dieses Modell möchte ich zu dem Preis mit dem Paket verkaufen, dann inseriere ich im Verkaufsfalle oder nehme Kontakt mit dem Verkäufer auf im Kaufsfalle.
und Kontakt mit der anderen Person aufnehmen, geschieht in aller Regel zunächst einmal schriftlich. Und nach dem ersten Schreiben, wenn man dann gegenseitig Interesse bekundet hat, dass der Handel zustande kommt, ist es mir persönlich immer sehr, sehr recht, auch zu telefonieren. Denn über ein Telefongespräch, was bei manchen Deals auch schon mal bis zu einer Stunde gedauert hat, bekomme ich einen ganz, ganz anderen Eindruck von dem anderen, als wenn man nur ein paar E-Mails oder Privatmessages über Foren austauscht. Ich kann es jedem nur ans Herz legen, redet persönlich mit den Leuten, bevor ihr irgendwo mehrere hundert Euro oder 1.000 Euro hinschickt oder eine Uhr hinschickt. Ich möchte wissen, wer mir was schickt oder wem ich was schicke. Traue ich ihm vom Bauch her? In dem Augenblick ist der Kopf raus, da höre ich auf mein Bauchgefühl. Und das ist das Allerentscheidendste für mich beim Gebrauchtuhrenkauf. Wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, dann lasse ich die Finger davon, denn ich weiß ganz genau, Gier frisst Hirn. Das Risiko gehe ich dann nicht mehr ein. Welche Risiken gibt es beim Gebrauchtuhrenkauf? Neben dem, dass man vielleicht eine Uhr bekommt, die nicht hundertprozentig der Beschreibung entspricht. Das ist ärgerlich. Man verliert vielleicht einen Teil des Geldes, weil die Uhr nicht ganz so wertvoll ist oder den Preis, den man bezahlt hat, nicht ganz wert ist. Das ist ärgerlich, aber noch nicht wirklich ein richtiges Drama. Wirklich schlimm wird es, wenn man Opfer von Betrügern wird. Und das kann einem sowohl als Käufer als auch als Verkäufer passieren. Als Verkäufer kann es passieren, dass jemand vorbeikommt, man sich trifft und in einem ganz, ganz kleinen, unbeobachteten Moment schnappt er sich die Uhr und läuft einfach weg. Die Uhr ist weg, man sitzt da, guckt vielleicht ziemlich blöd in die Gegend, aber man hat dann keine Uhr mehr und kein Geld. Auch beim Onlinehandel kann es passieren, dass man zwar das Geld überwiesen bekommt, die Uhr verschickt, und anschließend stellt sich heraus, das Konto, von dem das Geld überwiesen worden ist, ist gehackt worden. Die Polizei ist eingeschaltet. Man hat das Geld von einem bekommen, dem man die Uhr gar nicht verkauft hat und geht sicher davon aus, dass das Geld zurückgebucht wird und ihr dann weder Geld noch Uhr habt. Auf der Verkäuferseite kann es passieren, ich überweise irgendwohin Geld, gerade wenn man es nicht bei der persönlichen Übergabe macht. Hier Geld, da Uhr, können wir tauschen. Sondern wenn man es auf dem Versandwege macht, ist es üblich, dass das Geld vorab überwiesen wird. Das heißt, ich zahle gegebenenfalls einige hundert oder tausend Euro vorab und bekomme dann gar nichts, einen Karton mit einem Stein drin oder sonst irgendwas. Und danach ist der Verkäufer nicht mehr ansprechbar. Auch das ist eine durchaus übliche Betrugsmasche. Und auch hier kann man über das persönliche Gespräch, über Absicherung versuchen, das Risiko zu minimieren. Ganz ausschalten kann man es nicht. Aber gerade im Kaufsfalle gibt es da einen Trick, den ich ganz gerne anwende, wenn es um ein bisschen mehr Geld geht. Ich bitte den Verkäufer um ganz spezielle Fotos. Also nicht nur ein Foto der Uhr, das die Krone zeigt. Das kann man gegebenenfalls mit Photoshop noch irgendwie hindrehen. Nein, ich möchte dann eine Uhr, wo im Hintergrund der Fernseher ist, wo die Tagesschau läuft. Oder er möchte bitte auf das Armband eine Reihe roter und grüner Gummibärchen legen. Was noch besser ist, weil meiner Meinung nach schwerer nachzuarbeiten und zu stellen, das ist ein kleines Video. Die allermeisten Smartphones können kleine Videos drehen. Es muss ja gar nicht viel sein, 10, 15 Sekunden. Die Uhr wird in einer bestimmten Handhaltung gedreht, vor einem bestimmten Hintergrund, Tageszeitung, Joghurt mit Löffel drin, irgendwas, was man üblicherweise nicht mit einer Uhr in Verbindung bringen würde, bitte ich kurz zu filmen, dann weiß ich zumindest, dass der Verkäufer die Uhr hat. Ob er sie mir dann auch schickt, das weiß ich immer erst hinterher. Ich muss sagen, ich hatte bis jetzt immer Glück gehabt, von einer klitzekleinen Ausnahme abgesehen, wo es hinterher nochmal ein bisschen Missmut gab, weil ich vielleicht die Uhr nicht 150%ig akkurat beschrieben habe. Ich war der Meinung, ich hätte es getan. Der Käufer hat es anders gesehen. Das war aber in diesem großen Paket an Uhren, die ich gebraucht, geh- und verkauft habe, das einzige Mal, wo es im Nachhinein nochmal zu einer Diskussion kam.
Man kann das im Vorfeld dadurch ausschließen, dass man, wenn man als Verkäufer an diesen Markt geht, die Uhr sehr genau beschreibt, wirklich alles reinschreibt, was einfällt. Es hilft überhaupt nicht, bestimmte Sachen zu verschweigen, wenn ein kleines Kratzerchen auf der Schließe im Band ist oder vielleicht beim Bandwechsel eine kleine Macke an ein Horn der Uhr gekommen ist. Der Käufer wird es sehen und sich beschweren. Und wenn man das öfter machen möchte, öfter vielleicht eine gebrauchte Uhr verkaufen möchte, ist mir persönlich mein Ruf viel, viel wichtiger als die paar Euro bei dem einen Geschäft, die ich vielleicht mehr rausholen kann. Also beschreibt die Uhr genau, macht Detailfotos, macht hochauflösende Fotos und macht vor allen Dingen viele Fotos von allem, was euch bei der Uhr wichtig wäre. Dann kann der Käufer auch einen wirklich fairen Eindruck bekommen und es wird in aller Regel kaum eine Diskussion hinten raus geben. Und solche Pakete sind mir, wenn ich gebrauchte Uhren kaufe, auch die liebsten. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, den ich anbringen möchte, um Ärger beim Kauf oder Verkauf zu vermeiden. Versprecht nichts, was ihr nicht auch halten könnt. Sagt nicht, die Uhr ist wasserdicht, wenn ihr es nicht am gleichen Tag habt testen lassen. Sagt nicht, sie hat 40 Stunden Gangreserve, wenn ihr es nicht 2-3 Mal getestet habt, ob sie wirklich so viel Gangreserve hat. Versprecht nur das, was ihr halten könnt, und dazu steht dann auch. Tja, was soll ich als Fazit sagen? Als Fazit würde ich sagen, Gebrauchtuhrenkauf ist eine, und auch Gebrauchtuhrenverkauf, das ist für mich zwei Seiten einer Medaille, ist eine tolle Sache, wenn man ein klein wenig Zeit investiert, sich ein bisschen einarbeitet und sich mit den Uhren schon ein klein wenig auskennt. Man kann tolle Schnäppchen machen, man lernt echt nette Leute kennen, es entstehen Freundschaften, dauerhafte Kontakte und für mich ganz, ganz wichtig ist der persönliche Kontakt. Anrufen, am besten noch treffen mit persönlicher Übergabe. Dann kann man sich die Uhr vor Ort anschauen oder vor Ort zeigen, kann sagen, das habe ich gemeint mit Kratzer. Dann sagt der andere, ja, das ist kein Kratzer, das ist ein Krater, die kaufe ich nicht. Erledigt, prima. Dann hat man die Spritkosten und vielleicht eine Stunde oder zwei investiert. Das war es aber auch, es gibt keinen Ärger. Oder er sagt, meine Güte, das ist doch kein Kratzer, da hätte ich 100 Euro mehr für bezahlt. Hätte ich 100 Euro mehr bekommen, gut, aber ich habe einen Ansprechpartner, der mir auch die nächste, übernächste und überübernächste Uhr abkaufen würde, wenn ich sie dann anbiete. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich hoffe, ich konnte euch ein klein wenig von meiner Sichtweise über gebrauchte Uhren kaufen, verkaufen, näher bringen. Falls es euch gefallen hat, schaut auch gerne mal in mein Video über Grauhändler rein. Schaut meine nächsten Videos an, abonniert meinen Kanal. In diesem Sinne, bis demnächst, euer Watchmaxe.